Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold. Endlich sind wir in Lucatia City und machen wir uns auf eine große Stadterkundung gefasst. Ja, eins muss ich schon mal sagen, wenn ihr nicht so auf die Folgen steht, in denen ich alle Leute anspreche, dann überspringt ihr diese Folge besser, denn ich werde jeden Menschen in Lucatia City heute auf die Nerven gehen. Ich werde jeden ansprechen, notfalls sogar zweimal, zumindest die kämpfen wollen. Und ja, fangen wir doch mal mit dir an. Du stehst ja hier so rum oder versuchst mir aus dem Weg zu gehen, aber du wirst keinen Erfolg haben. Der Radioturm in Lucatia City ist ein Wahrzeichen. Zurzeit läuft gerade eine Werbekampagne. Sie können dein Pokémon modifizieren, sodass er auch als Radio verwendet werden kann. Oh, das klingt doch sehr interessant. Da wollen wir doch erstmal gucken, wo ist denn dieser Radioturm? Wärter Herr, können Sie mir sagen, ob dies der Radioturm ist? Das ist also der Radioturm. Ah, vielen Dank, dann weiß ich ja wo. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Ja, ich gehe ja schon. Und zwar in den Radioturm. So, ich habe gehört, hier gibt's was zu gewinnen. Willkommen! Jo. Willkommen! Dankeschön. Willkommen! Ja, ist ja gut, ich bin ja da. Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Ja, meine Frage an euch. Hat jemals da jemand den ersten Preis von euch gewonnen? Ich hatte mal so viel Glück, dass ich gerade so eben den dritten Preis gewinnen konnte. Aber erster Preis oder zweiter Preis gar? Niemals. Ich hatte nie das Glück. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 25837. Ich weiß nicht mal, wie meine eigene ID-Nummer lautet. Aber wollen wir mal gucken. Mal sehen, ob du Glück hast. Huch, habe ich was gewonnen? Hallo? Hallo? Glückwunsch! Was hat da so lange gedauert? Ist dein PC hängen geblieben? Die ID-Nummer von in deiner PC-Box ist stimmig. Von wem? Was? Wie? Oh, die letzten beiden Ziffern stimmen überein. Du hast den dritten Preis gewonnen, AP+. Oh, cool, AP+, das ist doch mein letztes Item, aber... Fragezeichen, 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 was? Wie? Wo? Ich bin irgendwie leicht verwirrt. Das sollte ich vielleicht nachher mal untersuchen. Scheint mir nicht so ganz richtig zu sein. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Steck es in den Pokécom, um überall und jederzeit Radio zu hören. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Wenn es was zu gewinnen gibt, sage ich doch nicht nein. Frage Nummer 1. Kannst du dir auf dem Pokécom die Karte anschauen? Yep, auch wenn ich nicht wirklich oft davon Gebrauch mache. Ist Nidorina immer weiblich? Natürlich. Frage Nummer 3. Benötigt Kurt der Pokéball-Schmied Apricoco? Die schreibt man aber anders, oder? Also, nein. Eine ganz fiese Fangfrage. Frage 4. Kann Carpador keine TM-Attacken lernen? Ja, Carpador kann keine TM-Attacken lernen. Wieder richtig, hier nun die letzte Frage. Drrr, Trommelwirbel. Professor X Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein, das müsste, soweit ich weiß, Margit sein. Bingo, richtig. Glückwunsch. Hier hast du deinen Preis, ein Radiomodul. Juhu, da freue ich mich doch, denn da kann ich ja mein Lieblingsradioprogramm hören. Nagis Pokécom kann jetzt auch als Radio verwendet werden. Höre dir bitte unsere Shows an. Na, dann wollen wir das doch gleich mal ausprobieren. Sender, Sender. Und yay, Professor Eis, langweiliger Pokémon-Tag. Pokémon-Tag mit Margit. Taubsi wurde gesehen auf Route 35. Taubsi! Wie ausgeflippt, was für ein bescheuertes Programm. Ben mit Pokémon-Musikprogramm. Ich bin's, DJ Ben. Es ist Mittwoch. Entspann dich beim Pokémon-Schlaflied. Nee. Da hab ich doch lieber den Glücksknall. Yeah, wie geht es euch nun? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht, Gangster. Die Glückszahl ist... Hatten wir vorhin schon. Aber lassen wir doch mal den Kanal an. Denn hier läuft die beste Musik in ganz Johto.
Ja, das habe ich zumindest immer gerne gemacht. Ich habe immer gerne den Glückskanal gehört, weil ich die Musik so fetzig fand. Leider war das ja an Hardgold und Soul Silver nicht mehr. Egal. Ich liebe Margit vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ja, sie ist ein Kerl. Was? Nein, ich hab dich verarscht. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahinschmelzen. Und mich lässt der Glückskanal dahinschmelzen. Was für eine tolle Musik und sie hört auf. Gleich wieder anmachen. Schon besser. Wenn Pokémon Schlaf wieder am Radio hören, schlafen sie ein. Und ich wette, du bist der Star dieses Programms. Pummel! Willst du mir nicht was vorsingen? Oder geht dir mein Glückskanal-Radio auf Keks? Haha. Jo du, lass mich mal da hoch. Ich möchte mal ein bisschen euren Radioturm begutachten. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendwas nicht. Ja, und der Sache gehen wir natürlich nicht nach. Wäre ja viel zu logisch. Du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Jo, tu ich ja gerade. Hörst du es nicht? Ich gehe allen damit auf den Keks. Hört euch alle mein Radio an. Ist das nicht wundervolle Musik? Und sie geht wieder aus, aber jetzt lasse ich das auch so. Jetzt aber ganz flugs raus, denn ich habe ja schon genug Zeit hier vertrödelt. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Ja. Dann war das halt so. Hat sich dieser Mann in Schwarz als Mitglied von Team Rocket verkleidet? Wie dämlich! Ich würde mal nicht sagen, der läuft zum Spaß rum. Wahrscheinlich ist er ein Mitglied von Team Rocket, aber von euch kommt sowieso keiner auf die Idee, mal die Polizei zu rufen. Was ist so lustig? Ich habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhauses gespielt habe. Junge, da kannst du verdammt stolz drauf sein. Also wirklich, erzähl das mal deinem Vater, der wird davon ganz begeistert sein. Ins Pokémon Center könnte ich, glaube ich, auch mal gehen, oder? Ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich schon mal direkt davor stehe, dann will ich die Gelegenheit nutzen und mal Schwester Joy anquatschen. Die kümmert sich ja immer lieben gern darum. So langsam könnte eigentlich auch mal mein Ei ausschlüpfen. Ja, es sind die ganze Zeit Laute zu hören, es wird bald schlüpfen. Nur wann ist dieses bald? Es will irgendwie noch nicht eintreffen. Im oberen Stockwerk jedes Pokémon-Centers findest du das Kolosseum. Hier kannst du gegen Freunde antreten. Kampfergebnisse werden an der Wand ausgehängt. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Ja, dann üb mal schön weiter. Willst du mit realen Pokémon kämpfen oder lieber mit deinen Gameboy-Pokémon? Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es wohl geben mag. Vor 3 Jahren hat Professor Eich verlautbart, dass es 150 verschiedene Arten geben soll. Ja, aber innerhalb von 3 Jahren haben wir 100 neue Pokémon gefunden. Wusa! Ich sollte ihm lieber nicht sagen, wie viele Pokémon es jetzt gibt. Das wird er, glaube ich, nicht überleben. So, aber was war denn jetzt das mysteriöse Fragezeichen-Pokémon in meinem PC? Ja, ich habe kein mysteriöses Fragezeichen-Pokémon. Es sei denn, er hat Incognito gemeint, aber das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Wohl ein Geheimnis, das wir niemals lösen werden. Was soll's? Ach, das Kaufhaus sehe ich mir für später auf. Das ist mir ein bisschen zu gigantisch im Moment. Aber wir können ja mal hier in die Hinterstraße gehen. Es soll einen neuen Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends finden. Ist er vielleicht hier? Nein, hier wohnt nur eine ganz normale, glückliche Familie, deren Glück ich jetzt mal ein bisschen stören werde. Behandelst du dein Pokémon gut, wird es dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Schulock sehen. Es ist sehr süß. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, ob es mich mag. Aber trotzdem, danke für das Kompliment. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum ich meine Pokémon nicht mögen. Das wird schon. Trainieren und dann werdet ihr zusammen eine große, starke Familie, die alles schaffen kann. Wenn ich meinem Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich.
Ja, könnte ich ja eigentlich auch mal machen, nur ich habe nicht so viele dolle Items, die ich ausrüsten könnte. Und die meisten Bären helfen mir ja eher selten weiter. Aber wo ist denn jetzt der Fahrradladen? Vielleicht ist er ja... Das hier! Die Welt ist dein Radweg! Fahrradladen! Da hast du dir aber eine düstere Ecke ausgesucht. Ist ja niemand hier! Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Willst du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Ist das auch so ein Radler-Radler-Radler-Fahrrad, wo überall auf dem Fahrrad Radler steht? Dann her damit! Ja? Großartig! Gib mir bitte deine Nummer. Dann leih ich dir ein Fahrrad. Okay, ausgeliehen. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Echt, dann wollen wir das doch gleich mal testen. Nagi, es ist doch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Verdammter Lügner, ich will mein Geld zurück. Oh, Moment, ich habe dafür für das Fahrrad gar nichts bezahlt. Haha, dann nehme ich es trotzdem. Wo könnte ich denn jetzt mal hingehen? Hier haben wir bestimmt den berühmten Ducatia City Bahnhof. Wo die imposante Magnetbahn hin und her düst zwischen Johto und Kanto. Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Nein, allerdings nicht. Aber vielleicht könntest du ja ein paar Pokémon dafür einsetzen, die die Leute hin und her tragen. Wäre zumindest mal eine interessante Geschäftsidee. Was haben wir hier? Dein Spielplatz! Oh ja, ein Spielplatz! Ducatia City Spielhalle! Ach ja, das waren noch Zeiten, wo es in Ducatia City eine richtige Spielhalle gab. Nicht so wie heute, wo man Voltoball-Flip spielt oder wie es nochmal heißt. Was für ein dämliches Spiel. Wow, das ist eine große Stadt! Ich finde mich doch gar nicht zurecht! Ja, ist allerdings ziemlich groß hier. Ich muss auch ein bisschen gucken. Untergrundeingang. Oh, den hebe ich mir für später auf. Mal gucken, wer denn hier wohnt. Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. 090, nein, gib mal her. Bills Nummer? Der Bill, der auch das Lagerungssystem erfunden hat? Mein großer Bruder Bill hat das PC-Pokémon-Lagerungssystem erfunden. Oh yeah, lass doch mal eine Nummer, die sehr nützlich ist. Da wollen wir ihn doch gleich mal anrufen. Guten Abend. Dies ist der Verwaltungsservice des Pokémon-Lagerungssystems. Mit wem spreche ich? Nagi, richtig? Einen Moment bitte. Entschuldige bitte die Wartezeit. Nagi, deine Box bietet Platz für 11 weitere Pokémon. Zieh los und mach sie voll! Das war auch damals ein sehr nützliches Feature. Okay, mittlerweile schalten sich die Boxen von allein um, aber damals konnte man zumindest Bill anrufen. Oder der hat einen angerufen, wenn man nur noch 5 Pokémon lagern konnte. War ziemlich praktisch, aber heute ist das doch ein bisschen besser gelöst. Oh, du sammelst Pokémon? Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er musste zum Pokémon Center von Tick City aufbrechen. Tick City? Das ist doch die nächste Stadt. Ja, bis wir da sind, das wird noch ein Weilchen dauern. Jetzt sind wir ja hier in Ducatia City und... Huch! Hey, Leute, ihr könnt live dabei sein, wie man einschlüpft! Das ist doch mal ein Ereignis. Und Surprise, es ist ein Togepi! Pui! Möchtest du dem Togepi einen Spitznamen geben? Ja, ausnahmsweise. Du kommst zwar nicht in mein Team, aber... Und du bist männlich, schade. Ich nenne dich trotzdem... Auch wenn es jetzt überhaupt nicht passt. Misty. Denn wenn ich an Togepi denke, denke ich automatisch an Misty. Können wir gleich wieder den Pokécom zücken, denn Professor Lind möchte sicher gerne hören, was abgeht. Und ich mache nebenbei meine Radiomusik an, damit er hören kann, wie funky wir gerade drauf sind. Hallo Nagi, wie geht es dem Ei? Das ist gerade geschlüpft. Togepi, sag mal was. Wie? Etwas ist geschlüpft? Wow, was für ein Pokémon ist das? Bitte komm und zeig es mir. Vielleicht, wenn ich mal fliegen kann, aber erst dann. Was ist denn hier los?
Nagi, guten Abend. Ich bin's, Julian. Hast du eine Minute Zeit? Mein Rennfahrt sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Hutu zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später. Sag mal, Leute, habt ihr alle einen Knall? Wisst ihr, wie spät es ist? Schon nach 23:30. Also, ich muss doch mal bitten. Ich hätte schlafen können. Okay, ich schlafe nicht. Ich bin zwar die ganze Zeit aktiv, aber ich hätte schlafen können. Hätte. Und jetzt könnte ich mal aufhören, in das Haus reinzulaufen und in den Untergrund gehen. Da unten gibt es Geschäfte. Aber da unten sind auch Trainer. Ich traue mich nicht hinunter. Jo, weil alle Pokémon-Trainer im Untergrund böswillige Sexualtäter sind. Da ist schon Vorsicht geboten. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Ja, dabei sollst du dich natürlich nicht erwischen lassen. Ramon. Mit Slimer. Wie hast du bitte versucht, mit Slimer zu mogeln? Das hätte vielleicht mit einem Psycho-Pokémon besser geklappt. Aber vielleicht hat sein zweites Pokémon ja da weitergeholfen. Mal schauen, was es ist. Es ist ein weiteres Slimer. Okay, erklär mir, wie du versucht hast, mit Slimer zu gewinnen. Oder zu betrügen. Blub, blub, auch dieses... Nein, nicht Gefolge! Gut. Auch dieses Slimer braucht zwei Aquaknochen, damit es komplett verwässert ist. Und Levelanstieg. Super. Grummel. Grummel, Grummel, Grummel. Ich glaube, dass ich lieber fair spielen sollte. Ja, also hör auf, deine Slimers in die Spielautomaten zu stecken. Nö, da ärgert sich nur das Fachpersonal. Und das war's dann mal für heute. Viel habe ich leider nicht geschafft, aber hey. Zumindest das Ei ist geschlüpft und wir haben jetzt Misty im Team. Vorübergehend, bis ich es wieder am PC ablege. Nächstes Mal geht's dann weiter in genau diesem Kampf hier. Meine Pokémon kommen gerade vom Coiffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Das kannst du mir gerne zeigen, aber erst... Nächstes Mal, du verrückter Maniac. Also, wir sehen uns.